Die acht wichtigsten Ursachen einer vorzeitigen Alterung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor ich jetzt gleich diese acht Ursachen mit dir gemeinsam durchgehe, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was diesen acht Ursachen quasi als übergeordneter Rahmen sozusagen entspricht. Also fragen wir uns erstmal, was ist überhaupt Alterung, wodurch ist Alterung charakterisiert? Nun, Alterung zeigt sich primär dadurch, dass derjenige, um den es dann hergeht, in gewisser Weise sowohl was das Denken als auch was die Körperlichkeit angeht, sehr starr ist, unflexibel, wenig anpassungsfähig. Ja? Also man könnte sagen, die Regulationsfähigkeit eines älteren Menschen, sowohl in seinem Denken als auch in seinem Körper, hat nachgelassen oder ist blockiert oder reagiert nicht mehr so schnell, wie es als junger Mensch der Fall war, sodass man sich schnell entsprechend an den Widrigkeiten und an der Dynamik des Lebens anpassen kann. Das heißt, wir gucken uns jetzt also acht Faktoren an oder acht Ursachen, die quasi auf die Regulationsfähigkeit einwirken, und zwar in der Weise, dass sie sie blockieren oder einschränken. Okay, fangen wir also an. Die erste Ursache, gerade in der heutigen Zeit, ist chronischer Dauerstress in Verbindung mit einer unzureichenden Regeneration. Das heißt also, wir sind Stress ausgesetzt, das ist ja kein Geheimnis, aber die Frage ist, wie quasi das Gegenstück vom Stress, nämlich die Regenerationszeit ist. Und bei den meisten Menschen ist sie definitiv zu kurz. Ja? Der Stress ist auf Dauer zu stark, zu lange. Kurzer Stress überhaupt kein Problem, das ist sogar günstig. Kurzer Stress hat sogar eine aufbauende Wirkung. Aber wenn der chronisch ist, dann geht es an die eigenen Ressourcen und dann zehren wir uns aus. Und Auszehrung ist ja auch nichts anderes als Alterung, weil letztendlich die Symptome, die wir bei einem alten Menschen sehen können, sind ja auch Auszehrungssymptome. Das heißt also, chronischer Dauerstress in Verbindung mit einer zu unreichenden oder unzureichenden Regenerationszeit. So, erste Ursache. Zweite Ursache, in der heutigen Zeit ganz klar, aber vielen ist es wiederum nicht klar, Nährstoffmangel. Und hier rede ich nicht von dem quantitativen Aspekt, sondern dem qualitativen Aspekt. Wir haben genug Essen, also das heißt, der Bauch ist voll in der westlichen Welt, das ist nicht die Frage, aber es fehlen die qualitativ wichtigen Nährstoffe, also allen voran Spurenelemente. Und das führt im Grunde dazu, dass der Stoffwechsel im Laufe der Jahre verlangsamt, blockiert ist. Ja, dazu kommt natürlich auch noch das ganze Thema der entsprechenden Umweltgifte. Also Nährstoffmangel als zweite wichtigste Ursache. Dritte wichtigste Ursache hat auch was mit Essen zu tun. Hier geht es um das Thema Völlerei. Viele Menschen fressen regelrecht. Sie essen viel zu viel. Sie essen zu häufig und sie essen viel zu viel. Und das belastet den Körper. Das führt zur Bildung natürlich von entsprechend mehr Fettgewebe. Und die Inaktivität, die dann auch meistens einhergeht, führt dann zum Abbau von Muskelgewebe, sodass im Prinzip die Verbrennung von Fett im Grunde dann auch herabgesetzt ist. Und die Nachteile, die dann mit Übergewicht einhergehen, das ist ja, denke ich, jedem bekannt. Also erhöhte Belastung auf die Gelenke, auf die Gelenkachsen, auf die Knorpel und so weiter und so fort. Stichwort Arthrose und so weiter und so fort. Das heißt, dieses viele, viele Essen ist eher eine Belastung dann für unseren Stoffwechsel. So. Vierte Ursache, geht auch mit dem Essen einher, ist das Thema Zucker. Und zwar bei der Menge, die tagtäglich über die Nahrung an Zucker in uns einströmt, kommt es zu einer Verzuckerung der Gewebe und der Zelloberflächen. Auf diese Art und Weise kann natürlich auch das Gewebe nicht mehr so flexibel sein wie beim jungen Menschen. Es wird starrer und fester, das ist das eine. Und das andere ist, dass auch die Zellen, wenn sie quasi zugekleistert sind, auch nicht mehr auf bestimmte Hormonsignale reagieren. Das beste Beispiel dafür ist ein Diabetes mellitus Typ 2, wo einfach das Insulin, das Hormon, was ja eigentlich den Zucker in die Zellen bringen soll, nicht mehr richtig reagiert, weil einfach die Zellen schon regelrecht voll sind und da geht nichts mehr rein. Und man redet dann von einer Resistenz auf dieses Hormon Insulin. Das heißt, die Zelle reagiert da gar nicht mehr drauf. Großes Problem dann entsprechend. So. Fünfte Ursache ist letztendlich auch nur eine Folge von dieser ganzen Geschichte, ist Bewegungsmangel. Wir sind heute eine Sitzgesellschaft, gleichzeitig aber auch eine Leistungsgesellschaft. Das heißt, wir verbringen viel Zeit im Sitzen und müssen in dieser sitzenden Position Leistung erbringen. Meistens mentaler Art, also Stichwort Büroarbeit, sodass wir quasi körperlich inaktiv sind, mental völlig überreizt sind. Das heißt, das Nervensystem muss jeden Tag unzählige Mengen an Daten, Informationen verarbeiten. Das heißt, da findet der Stress quasi im Nervensystem statt. Und der körperliche Ausgleich, der ist entsprechend nicht vorhanden oder nur unzureichend vorhanden. Oder aber es gibt ja die entsprechenden, die es dann übertreiben. Die machen dann quasi die Freizeit kriegt dann den Stress, indem sie dann extremes Ausdauertraining machen, um sozusagen die zuvor fehlende Bewegung irgendwie auszugleichen. Das ist natürlich genauso Stress, weil auch extremer Ausdauersport schädigt letztendlich den Körper, weil es auch den Körper unter chronischen Stress setzt. So. Kommen wir zum sechsten Ursache für vorzeitige Alterung. Das ist das große Thema soziale Isolierung und Einsamkeit. Warum? Naja, wir Menschen sind ja eigentlich ein soziales Wesen, ein Herdentier, wenn man so möchte.
Und in dem Moment, wo man ausgeschlossen ist von der Herde, in dem man vielleicht seine Familienangehörigen verloren hat oder sich zerstritten hat und keinen Kontakt mehr hat oder auch keine Freunde hat, zieht man sich quasi zurück. Und diese Einsamkeit ist eigentlich, wenn man es mal rein archaisch betrachtet, eine der größten Bedrohungen fürs Leben. Weil nur, wenn wir in der Gruppe zusammen sind, haben wir überhaupt eine gute Überlebenschance. In dem Moment, wo jemand isoliert ist, merkt er unbewusst, oh je, ich bin jetzt hier auf mich allein gestellt in allen Situationen, obwohl ich bestimmte Sachen gar nicht kann, vielleicht weil ich körperlich schon eingeschränkt bin, ich kann jetzt meinen Einkauf nicht mehr selber machen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es 1000 Dienste, die alles Mögliche abnehmen, aber diese empfundene Einsamkeit, diese seelische Kummer, der ein Mensch hat, wenn er einfach alleine ist, kriegt zwar sein Essen, kommt dann vielleicht der Pflegedienst regelmäßig, das kann davon nicht aufgefangen werden. Diese menschliche Nähe, die einfach uns auch letztendlich als Menschen ausmacht. Und gerade viele Menschen, die irgendwo abgeschoben wurden, irgendwelche Pflegeheime, Hospize oder was auch immer, für die ist das natürlich massiv. Ja. Da könnte man fast sogar provokativ sagen, die müssen sich ja schon quasi in die Demenz zurückziehen, damit sie das alles nicht mehr mitkriegen. Ja. Also warum sie dann sozusagen isoliert irgendwo dahin vegetieren. Also deswegen, Einsamkeit ist für den Menschen mit der größte Stressor überhaupt. So, kommen wir zum siebten Faktor. Der siebte Faktor hatte ich schon angedeutet, das sind Umweltgifte, allen voran natürlich Schwermetalle, aber auch die Alltagsdrogen wie Alkohol, Drogen, Zigaretten, Kaffee in Unmengen jetzt, also es geht immer um das Maß der ganzen Sache. All das führt letztendlich dazu, dass der Körper einerseits belastet wird massiv, andererseits aber auch, dass bestimmte Stoffwechselprozesse blockiert werden, gerade durch die Schwermetalle und dadurch der Körper sich nicht mehr richtig anpassen kann. Und das zeigt sich dann in unzähligen Fehlfunktionen oder sage ich mal, eingeschränkten Funktionen von Organen, wie zum Beispiel der Schilddrüse, aber eben auch der anderen Hormondrüsen. Ja. Und Hormondrüsen sind wichtig für Steuer- und Regulationsprozesse, also kann das auch wieder dazu führen, dass die Anpassungsfähigkeit herabgesetzt ist. Und das führt dann im Grunde weiter zur Degeneration. So, und dann haben wir noch als abschließenden Punkt auch ein großes Thema in der heutigen westlichen Welt, also Ursache Nummer 8, Medikamente. Und da möchte ich nun mal auf bestimmte Medikamentengruppen hinweisen, ja, und die sogenannten Antimittel, also alle Medikamentengruppen, die mit der Vorsilbe, dem Präfix Anti anfangen, wie zum Beispiel Antihypertonika, Antibiotika, Antiphlogistika, Antidepressiva. Das sind alles Mittel, die irgendeinen Prozess im Körper blockieren. Also auch wieder Blockade, Blockadegifte könnte man fast sagen, weil im Englischen sagt man ja zu Medikamenten Drugs. Ja, ist auch ganz bezeichnend eigentlich, wenn man überlegt, das sind Drogen, aus dem Englischen jetzt übersetzt. Die blockieren also bestimmte Prozesse und wenn etwas blockiert ist im Körper, und zwar wenn man die regelmäßig über Jahre einnimmt, manche müssen ja über Jahre eingenommen werden, angeblich, aber es wird ja so verordnet, werden natürlich auch viele Prozesse blockiert. Der Körper muss sich versuchen, irgendwie damit zu arrangieren. Und auch das führt dann letztendlich immer mehr zu einer gewissen Einschränkung körperlicher Art, aber natürlich irgendwann auch geistiger Art, weil natürlich auch gewisse Nebenwirkungen damit verbunden sein können. Und auf diese Art und Weise wird quasi der Alterungsprozess quasi beschleunigt, könnte man sagen. Also die Symptome, an denen man sagen kann, ja, jetzt ist dieser Mensch alt geworden. Ja. Okay, das waren jetzt also mal so die aus meiner Sicht wichtigsten 8 Ursachen einer vorzeitigen Alterung. Entsprechend, wenn man die natürlich für sich erstmal erkennt und dann möglichst meidet und im Leben entsprechend so lebt, dass man eben diese Dinge möglichst nicht erleben muss, zum Beispiel diese soziale Einsamkeit oder eben auch, dass man sich jeden Tag völlig überfrisst oder einfach auf der Arbeit oder im Privatleben extrem stresst, ohne sich ausreichend zu regenerieren. Wenn man das also schon ein bisschen erkannt hat und dafür ein bisschen sensibilisiert ist, das kann schon eine ganze Menge ausmachen und nach hinten raus im Leben macht das letztendlich den Unterschied aus zwischen einer hohen Lebensqualität und einem Krankheitsdasein, wo man quasi noch hinvegetiert und auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Okay, soweit also erstmal in diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen hoch bzw. like es bei Facebook. Teile es gerne mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, wenn du möchtest, dass auch die, sage ich mal, einen schönen Lebensabend haben und vielleicht auch dadurch ein paar Impulse bekommen, mal ihr eigenes Leben, ihre tägliche Lebensweise ein bisschen zu überdenken. Auch interessieren mich natürlich deine Gedanken zu diesem Thema, also schreib mir unterhalb von diesem Video in die Kommentarfunktion gerne auch deine Gedanken zu diesem Thema. Und wenn du mehr solcher Videos von mir hören möchtest, abonniere jetzt meinen Kanal. Und ansonsten sehen wir uns in weiteren Videolektionen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und vor allem bleib gesund.